Now we'll come to the second part of the evening. Also jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieses Abends. Which will be more of a practical nature. Und da geht es jetzt praktischer zu. And now the students are going to show some of the recipes for the sweet tooth. Denn unsere Schüler werden jetzt einige süße Rezepte vorstellen. And the first recipe. Und unsere ersten mit dem ersten Rezept. It is something that you can use instead of chocolate that is very, very healthy. Und zwar geht es dabei um etwas, das man anstatt von Schokolade verwenden kann. Es ist auch sehr süß, aber auch sehr gesund. Somebody here that likes chocolates? Gibt's jemanden, der gern Schokolade mag? Somebody that has a tendency to eat too much? Jemanden, der damit kämpft, ein bisschen zu viel davon zu essen? Yeah. Now tonight you will get an alternative, healthy and tasty. Also heute Abend bekommen Sie eine Alternative, gesund und sehr schmackhaft. So, welcome to the first presenters. Oh, I'm so sorry. I thought it was a carob snack first. Okay, then the chocolate will come as number two. As number one, we have Murat, and he's going to show us a recipe of a healthy little cake snack. Also bezüglich der Schokolade müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden, die kommt dann als zweites, aber jetzt als erstes kommt der Murat und er zeigt uns einen Apfelkuchen. Ja, ganz genau. So, welcome to Murat. We're looking forward to your presentation. Also Murat, wir freuen uns auf das, was du uns zeigst. Ich auch. Me too. Hi everybody, it's a pleasure for me to be here and present you the first recipe of today's sweeteners. Hallo an alle, ich freue mich heute Abend hier zu sein und Ihnen das erste Rezept der Süßigkeiten heute vorzustellen. In the beginning, an apology because I need a cheating paper because I've done some notes for today's presentation. Also ich entschuldige mich einmal, weil ich hier einen Schummelzettel habe. We're gonna do today something which is called apple cross, or you can say apple net or something others, depends on you and creativity. Also heute gibt es etwas, es ähnelt einem Apfelkuchen, aber vielleicht finden Sie einen anderen Namen dafür. We will do a sweetener. So let me introduce you in the beginning the first few ingredients which we will need to make such a sweetener. Ein paar Worte, um die Zutaten vorzustellen, die wir brauchen. I have here fine spelt flour. Und zwar haben wir hier Mehl. Ja. Dinkelmehl. Dinkelmehl. Ja. And then I have whole grain spelt flour. Und hier haben wir Dinkelvollkornmehl. And then I have here rolled oats. Als nächstes Haferflocken. Ja. And these are the first three major ingredients which we need today for today's recipe. Und das sind unsere ersten drei Hauptzutaten. Okay. What is so special about that? For example, let's take the rolled oats, right? Was ist daran Besonderes? Nehmen wir mal die Haferflocken her. Do you eat rolled oats? Essen Sie ab und zu Haferflocken? Yeah. Yeah. Oh, very often. In the Middle Ages, you have to know this was the common food for the people. It was easy to produce, easy available. Sie müssen wissen, im Mittelalter waren die Haferflocken so ein Hauptnahrungsmittel. Es war einfach verfügbar und günstig. Ja. Yeah. And full of energy and minerals. Und voll mit Energie und Mineralstoffen. Then I have here whole grain flour. Und hier haben wir unser Dinkelvollkornmehl. Yeah. Especially that is that we use the whole grain, the entire grain. Das Besondere daran ist eben, dass wir das Vollkornmehl verwenden. In comparison to the other flour. Im Vergleich zu normalem Mehl. This contains all the minerals and vitamins. Sind hier alle Mineralstoffe und Vitamine enthalten. What we're going to learn then next, I will talk about it in regard to sugar, is normally during this refining and production of flour, only the whole grain contains the vitamins and minerals. Bei dem Prozess der Herstellung von Mehl ist es so, dass nur das Vollkornmehl diese Bestandteile der Mineralstoffen und Vitamine beibehält. Yeah. It's almost amazing, you know, for the other typical flours which you can buy in a supermarket, they are free from any ingredient and active agents. They are washed away from their healthiness.
let's see. Die normalen weißen Mehle, die man so zu kaufen bekommt, sind frei von allen gesunden Bestandteilen, die wir hier im Vollkornmehl haben. Okay. Meaning this is good, right? Bedeutet also, das ist gut, oder? Good. I have here approximately 2 deciliter, which is approximately 200 grams. Also hier haben wir ungefähr 200 Milliliter. Of all those three ingredients. Und diese gleiche Menge gilt für alle drei Zutaten. Okay. Then I have here a little bit salt. Dann gibt es hier ein bisschen Salz, nicht zu viel. Then I have here vanilla. Dann habe ich Vanille. For the taste. Für den Geschmack. Then I have here cardamom. Und Kardamom. And then I have here something special for, of course it's a sweetener, right? We do a cake here. Und dann gibt es was Besonderes. Und no sugar so far. Zwar gibt es hier ein Süßungsmittel. Wir wollen ja schließlich einen Kuchen machen. Right? Now I have something. Und jetzt kommt etwas. This is agave syrup. Das hier ist Agavensirup. It is from a natural plant growing in Mexico in general. Das kommt von einer natürlichen Pflanze, die normal in Mexiko wächst. It's sweet. Es ist süß. Like honey from the consistency. Sieht so aus wie Honig und auch die Konsistenz erinnert daran. And it's really plant power and plant sugar, let's say. Und da steckt also volle Pflanzenkraft drinnen und pflanzlicher Zucker. And you use active agents of this plant. Und die vitalisierenden Stoffe dieser Pflanze werden hier verwendet. And then I have sugar. Und dann haben wir hier Zucker. But with stevia. Aber mit Stevia. Look at the size of the sugar. Schauen Sie sich einmal diese Menge an. And look at the size of the dough so far. Und schauen Sie sich die Menge des Teigs an. Also it's gonna be sweet. I can promise you so far. Ich verspreche, es wird süß werden. And the only thing I use is this amount of sugar. Und sehen Sie diese kleine Menge an Zucker und Stevia an. This is really interesting. We have to talk about sugar today. Und das ist sehr interessant. Wir müssen fast über Zucker sprechen. You know the sugar beet? Kennen Sie die Zuckerrübe? You know it? Let's assume how much sugar is in this sugar beet. Was glauben Sie, wie viel Zucker steckt in so einer Zuckerrübe? Amount. Prozentuell gesehen. Estimate. Schätzen Sie mal. Suppose. 50? 5. 70, 70. Okay, 70. Yeah, okay, 70. We have the first offer. Das erste Angebot. 30. Yeah, good. Second offer. Normally it goes in the other direction, right? If I'm outside, I'm called for an offer. Also normal geht es ja in die andere Richtung. Aber okay. But it's about 20%, a little bit more than 20 or 20% in a sugar beet is sugar. Also es sind ungefähr 20% Zucker in einer Zuckerrübe enthalten. Yeah, but it was never originally 20%. It was done by man. Aber diese 20% sind nicht ursprünglich so. Das ist menschengemacht. Normally it was about 8%. Denn in einer Zuckerrübe sind normalerweise 8% Zucker enthalten. Okay. You can assume in the nature you will never find so high concentrated sugar, except in the sugar beet. Also in der Natur findet man so hoch konzentrierten Zucker normalerweise nicht, nur in der Zuckerrübe. So then the question, why do you eat so much sugar? Die Frage also, warum essen wir so viel Zucker? Experience. Erfahrungen. Yeah, actually the body needs it, no question about that. Also unser Körper braucht es, ja? Yeah, it is available everywhere in a concentrated form. If you look from the chemical point of view, and I come from the chemistry, from the education point of view, it's a chemical. Ja, also Zucker haben wir ihn auch chemisch betrachtet, fast überall. Er ist überall, fast überall drinnen. And it's an active agent, but it is too high concentrated. You will never find it in nature. Und er ist ein aktiver Wirkstoff, aber er ist zu hoch konzentriert. Zu hoch findet man ihn nicht in der Natur konzentriert. Yeah, for example, I did a research in a Coca-Cola bottle, 1 liter. How much sugar is in it? Ich habe Nachforschungen angestellt in einer Cola-Flasche. Wie viel Zucker ist da drinnen? Ja, yeah, I think it's 40 is a good assumption, about 30 and 40 of these sugar pieces. A sugar piece is about 3 to 4.5 grams. Also ungefähr 30 bis 40 Würfel Zucker sind in einer Flasche Cola drinnen. Okay, let's mehr. Noch mehr?
Doesn't matter it. I mean, it's, let's say it's 300 grams, 400 grams. So, actually, back to the sugar beet. How much sugar beet do you have to eat to get so much sugar? Also vergleichen wir das mal mit der Zuckerrübe. Wie viel Zuckerrüben müsste man essen, um auf diesen hohen Wert zu kommen von einer Cola-Flasche? And today is a cola bottle is nothing. I mean, you drink it in the bus. Eine Cola-Flasche ist doch nichts, die ist schnell weg. So, I think that most of the health problems in regard to sugar is based because we have too much availability to the sugar. Also, was ich glaube, ist, dass das Problem am Zucker ist, dass wir einfach zu viel davon bekommen. And I would like to explain to you, we as men never designed to get so much sugar. Und ich glaube einfach, dass wir als Menschen nicht dafür gemacht sind, um so viel Zucker zu uns zu nehmen. Yeah. For example, if we look at our organs and so on, you know, insulin. Wenn wir unsere Organe ansehen, kennen Sie Insulin? Yeah. You know, it's the automatic reaction when the body comes in contact with sugar, right? Es ist die automatische Reaktion, wenn unser Körper in Berührung mit Zucker kommt. You have so much concentration in sugar in a cola bottle that it is an emergency reaction of the body to react on the sugar. In einer Flasche Cola ist so viel Zucker, dass der Körper mit einer Art Notreaktion reagiert mit dem Insulin. And let's assume it's like you're in a room, switching on the light, turning off the light, switching on the light, turning off the light, switching on the light, turning off the light. Und das ist so, als würde man in einem Raum das Licht ein- und aus- und ein- und ausschalten und so weiter. Every time you drink a bottle of cola, you bring this body into this stressed reaction. Jedes Mal, wenn man also seine Cola-Flasche trinkt, bringt man diesen Körper in diese Stressreaktion. Okay, now we have really small amount of sugar, right? Also hier ein ganz minimaler Anteil an Zucker, richtig? Which is good, right? Das ist schon mal gut. Which is healthy, right? Und auch gesund. Yeah? Everybody agree? Yeah? Cool. What I will do now is I will knead it a little bit. Also ich werde das Ganze jetzt einmal ein bisschen kneten. And mix. Und vermische das Ganze einmal. At your clothes. Ich verwende dazu Handschuhe. Yeah. And then I will take water. Dann kommt Wasser. A little bit, it's about 75 milliliters. Ungefähr 75 Milliliter. And olive oil. Und hier habe ich Olivenöl. So, and I will knead again. Und das Ganze wird jetzt nochmal geknetet. You can remember what is in it. Können Sie sich noch an die Zutaten erinnern? Ja. Yeah. Full of energy, right? Da ist eine Menge Energie drinnen. But what we learned is, or what I would like to explain to you, whole grain is another type of energy in comparison to sugar. Aber was ich noch sagen möchte, ist, dass das Vollkornmehl auch eine Art von Energiequelle für unseren Körper ist. It contains a lot of fiber. Es enthält viele Ballaststoffe. And now in comparison to sugar, what can fiber do? Und im Gegensatz zu Zucker, was machen die Ballaststoffe? You know? Wissen Sie das? Ja. Yeah. Halten lange Satz und gut für die Verdauung. Ja. Langkettige Kohlenhydrate. Ja. 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 The very good thing about it is yeah? Der Zuckerspiegel steigt langsamer. Yeah, and this is it. You know? It's not bad to eat a sweet tea. It's about which sweet tea you eat, right? The really positive effect of such... Okay. Also jetzt haben wir es. Der Zucker an sich ist gar nicht so schlimm, aber es kommt darauf an, wie man ihn isst und in welcher Verbindung. Exactly, this is it. You do not stress your body with sugar. Mit Zucker stresst man seinen Körper also nicht. Amazing, isn't it? Das ist erstaunlich, oder? Also wenn man Zucker in Verbindung mit Ballaststoffen zu sich nimmt. Now, I have a question. Maybe you can answer it. Eine Frage, vielleicht haben Sie eine Antwort. Who put the fiber in? Wer hat die Ballaststoffe in den Zucker getan? Or in the grains, in das Korn. Oder in das Korn in dem Fall. Yeah. Ja. Isn't it? It was also in the sugar beet, but the sugar beet had only 8% in the beginning. And now we have fibers. So war es eigentlich auch mit der Zuckerrübe, mit diesen 8%. It's like somebody or someone is putting the fibers in
to protect our organs from a stress reaction. Und es ist so, dass diese Ballaststoffe, die enthalten sind, somit dafür sorgen, dass sie unseren Körper schützen vor dieser Stressreaktion des schnellen Anstiegs des Insulinspiegels. Isn't that amazing? Erstaunlich, oder? Okay. I think I'm now done. Okay, also jetzt schaut der Teig fertig aus. And I will only do for presentation purposes one little piece today. Also ich mache jetzt, ich zeige hier jetzt nur mal ein kleines Stück vor. I do a small cycle form. Darf ich out of it? Ich forme einen kleinen Kreis. And then we have an apple here. Und hier haben wir einen Apfel. Or no, honestly, it's two. Also apples. Zwei eigentlich. Okay. Okay, and I cut this apple. Und den Apfel schneide ich jetzt auf. Do you agree that apples are healthy? Stimmen Sie damit überein, dass Äpfel gesund sind? Why? Warum? Viele Vitamine, Mineralstoffe. Ja, also im Apfel haben wir viel Zucker, aber es ist nicht dieser raffinierte, industriell hergestellte, isolierte Zucker, ja? Definitely. And there are plenty of other good stuff in it, like vitamins, and you called it already, and active agents, and so on. I think it's a solid form of an energy drink. Und man kann vielleicht sagen, ein Apfel ist ein Energy Drink in fester Form. Yeah, it's really cool. So, what I have now, I have prepared it. I can show you afterwards. This is a mixture of dates and almonds. Also, was ich hier habe, ist eine Mischung aus Datteln und Mandeln. I will not much talk about it because a friend of mine will do a presentation about almonds and dates as well. Ich werde darüber jetzt nicht so viel sprechen, weil sie kommen heute später noch mal vor. Yeah, so I hope that you have a curiosity to hear it in the next presentation. Und so müssen Sie sich ein bisschen gedulden. Okay, I form with my hands with this mixture of dates and almonds. Also aus dieser Mischung von Datteln und Mandeln forme ich hier jetzt etwas mit meinen Händen. Yeah. I thought of an explanation, but the only thing which came into my mind was the cigar, which is not really healthy, also but I do not find another explanation for that. Man könnte es vielleicht mit einer Zigarre vergleichen. And I make a form of a cross or a net or whatever you like you can do. Und ich lege das hier in so einer Form über meinen Teig, zum Beispiel wie ein Kreuz oder was auch immer Sie möchten. Ja. Yeah. Guess our dates are they sweet? Was glauben Sie, wenn Sie an Datteln denken, sind die süß? Are they? Ja. Yeah. They have a typical type of sugar, right? In ihnen ist viel Fruchtzucker enthalten. But what else? Und aber was noch? What else? Fibers, exactly. Ja, Ballaststoffe, richtig. Again, we have a sugar-containing fruit, but in connection with fibers, right? Und so haben wir hier wieder eine Frucht, die Zucker enthält, aber in Verbindung mit Ballaststoffen. Amazing. Who put the fibers in? Wieder das Interessante, diese Verbindung. Wer hat die Ballaststoffe da hineingetan? So, in the end, I have something which looks like this. Also, mein Endprodukt sieht jetzt einmal so aus. Okay, it will not win a beauty prize. Einen Schönheitspreis gewinne ich damit nicht. Okay, I'm honest, but you will get some examples that look a little bit more pretty than here. Aber ich habe einige Proben vorbereitet, die ein bisschen besser ausschauen. And it's not about that it is beauty, it's about that it is healthy, right? This is the reason why we're here today. Und es geht nicht so sehr um die Schönheit, sondern darum, dass es gesund ist. Okay. Good. And this comes then into the oven. Please do not do the same mistake like I did. Please put it onto the bottom level of the oven. Also, das Ganze kommt dann in den Ofen, aber machen Sie nicht den gleichen Fehler, den ich gemacht habe.
das Ganze bitte in den niedrigsten Rost des Ofens hineingeben. Because dates are get burned really quick. Denn die Datteln brennen sehr leicht an. Okay, and this is it. Und das war's schon. And I hope you enjoyed the presentation and I hope you will enjoy the sweetener. Ich hoffe, Ihnen hat's gefallen und ich hoffe, Ihnen schmeckt's nachher auch. Thank you very much to Murat. Vielen Dank an den Murat. I must say it was a bit entertaining as well, eh? Bisschen unterhaltsam war es auch. Yeah. And for those of you that are still waiting for the chocolate, it is coming. Und für die, die noch auf die Schokolade warten, sie kommt noch. The time is now. Die Zeit ist. Haron, you missed my presentation. When we're going to have the second presentation with the healthy chocolate. Wenn wir die zweite Präsentation mit unserer gesunden Schokolade haben. And it is on the back of your paper, because we need to take the ice cream in the end. Und zwar ist die Schokolade hinten auf dem Rezeptblatt drauf, denn das Eis kommt erst als letztes dran. On your paper you have the chocolate as the last one. Und auf dem Rezept ist die Schokolade also als letztes dran. But you see, ice cream needs to be eaten fresh, and that's why the ice cream comes in the end. Denn das Eis möchten wir natürlich frisch essen und darum kommt es auch als letztes dran. So, we can just wait and look forward to the healthy chocolate and the healthy ice cream. Okay. Also warten wir jetzt noch ein paar Sekunden gespannt auf das, was kommen wird. Hallo, my name is Vasi. I go from Romania. Hallo, ich bin der Vasi. Ich komme aus Rumänien. Hallo, my name is Jasmin. And I come from Romania as well. Ich heiße Jasmin und ich komme auch aus Rumänien. I've also lived in Canada for a few years. Ich habe auch ein paar Jahre in Kanada gelebt. This was after my mom died in 95 and I went through orphanages in Romania. Und als im Jahr 1995 meine Mutter starb, wohnte ich zeitweise in einigen Waisenhäusern. Und ich wurde adoptiert und kam so nach Kanada. In Kanada, after a few years, I learned about being vegetarian. In Kanada kam es dazu, dass ich zum Vegetarier wurde. Und mir kam ein sehr gutes Rezept unter. Das war eine Karob-Süßigkeit. Und seitdem liebe ich das. Und so habe ich mir den kleinen Witz erlaubt, diese Karob-Süßigkeit die wahre Schokolade zu nennen und die echte Schokolade, also nachgemachte Schokolade. Snack for to you. Und heute stellen wir also eine Karob-Süßigkeit vor. And you'll see that is very rich in vitamins and minerals and many things we need. Wie Sie sehen werden, sie ist sehr reich an Vitaminen und Mineralstoffen und an Dingen, die wir brauchen. And it is very tasty, very good. Und sie schmeckt auch wirklich hervorragend. The first ingredient. Unsere erste Zutat. Is hazelnuts. Haselnüsse. And hazelnuts are very rich in manganese. Haselnüsse sind sehr reich an Mangan. 100 grams of hazelnuts give between 300 to 350 percentage of daily value of manganese. Und so enthalten 100 Gramm Haselnüsse 300 bis 400% unseres täglichen Bedarfs an Mangan.
This is needed for bone formation and many other things. Das brauchen wir für die Bildung unserer Knochen und vielen weiteren. It is also very rich in vitamin E. Sie sind auch sehr reich an Vitamin E. And B-complex vitamins. Und den B-Vitaminen. This helps to lower LDL or bad cholesterol. Und das wiederum hilft uns dabei, das LDL, das ist das schlechte Cholesterin, zu senken. And to increase the HDL or the good cholesterol. Und das HDL, also das gute Cholesterin, zu erhöhen. As you may know, this helps with our heart problems. Wie Sie wissen mögen, das hilft unserem Herzen wiederum. Prevents like heart diseases and strokes. Und beugt Herzkrankheiten wie einem Herzinfarkt oder auch Schlaganfällen vor. And these vitamins together also protect us from different diseases and cancers. Zusammen schützen uns diese Vitamine vor vielen Krankheiten und auch Krebs. Our next ingredient are sunflower seeds. Unsere nächste Zutat, Sonnenblumenkerne. These are very rich in B vitamins, B complex and minerals. Auch sie sind sehr reich an B-Vitaminen und an Mineralstoffen. Just a handful of sunflower seeds a day provides much of the recommended minerals, vitamins and protein. Eine Handvoll von diesen Sonnenblumenkernen enthält einen Großteil an allen Mineralstoffen und Vitaminen, die wir brauchen. Okay, and then we have almonds. Als nächstes haben wir Mandeln, which are very rich in vitamin E. 125%, 100 grams give us 125% of daily values. Die sind sehr reich an Vitamin E, so geben uns 100 Gramm von ihnen 125% unseres täglichen Bedarfs. This vitamin is good for skin and many other functions in our body. Und das Vitamin E ist sehr wichtig für unsere Haut und andere Körperfunktionen. Is also very rich in vitamin B2. Auch enthalten sie viel Vitamin B2, which is needed for growth, for our eyes, for our nails, for our hair and skin. Das brauchen wir für unser Wachstum, für unsere Augen, für unsere Nägel, für unsere Haut. It is also very rich, the skin, especially in fiber. Und die Schale dieser Mandeln ist sehr reich an Ballaststoffen. As we know, fiber has been removed from bread and many other things, many other foods we eat. Und so wie wir wissen, diese Ballaststoffe sind gelöst von vielen raffinierten Lebensmitteln. But fiber is very necessary for preventing constipation, diabetes. Aber diese Ballaststoffe sind sehr wichtig, um Verstopfungen oder Diabetes vorzubeugen. Heart diseases and strokes. Herzkrankheiten, Schlaganfälle. Gaining extra weight. Und davor viel Gewicht zuzunehmen. And even prevents gallstones and kidney stones. Auch Gallen- und Nierensteine beugen Ballaststoffe vor. Almonds are also very rich in different minerals. Und so sind die Mandeln auch sehr reich an vielen Mineralstoffen. And if you would have looked at them closely, they look like a muscle. Und wenn Sie eine Mandel schon mal genau betrachtet haben, die sieht so aus wie ein Muskel. And this is because they are very good for muscles as well as heart muscles and everything for those who work out and for men especially are very good. Und so sind Mandeln schließlich auch sehr gut für unsere Muskeln, also an alle Männer unter uns oder an alle, die Training betreiben. Now Vasi will present flax seeds. Jetzt kommen wir zu den Leinsamen. This is flax seeds, are rich in vitamin, mineral, fiber, phytochemical. Many of these include antioxidants. They and omega 3 are important in inflammation. Fighting inflammation. Diese Leinsamen sind auch sehr reich an Vitaminen und Mineralstoffen und sie sind besonders reich an den omega 3 Fettsäuren. Okay, we will mix these so that they come to a smooth so that they are very small in measure so we can mix them at the end. Also was Sie sehen ist, dass das Ganze jetzt einmal in den Mixer kommt und wir mixen das, damit das eine die richtige Konsistenz bekommt. Okay.
Okay, gata. Okay. Okay. Next we have dates. Als nächstes haben wir Datteln. Probably everyone knows dates. Kennt wahrscheinlich jeder. These are very good for bone health. Sie sind sehr gut für die Gesundheit unserer Knochen. And for strength. Und für unsere Stärke. They have very many minerals. Sie enthalten viele Mineralstoffe. Like selenium, magnesium. Wie Selen, Magnesium. Manganese and copper and many other vitamins. Mangan, Kupfer und viele Vitamine. They also reduce allergies. Sie helfen uns dabei, Allergien zu bekämpfen. Because they have a high sulfur content in them. Weil sie viel Schwefel enthalten. And sulfur is not found in a lot of items, in a lot of foods. Und Schwefel ist nur sehr selten in uns in Lebensmitteln zu finden. Now there are some people like my wife. Es gibt einige Menschen, wie zum Beispiel meine Frau, who wants to gain weight because she's very thin. Die möchten gerne zunehmen, weil sie sehr schlank sind. And these are good for those who want to gain weight. Und die Datteln sind ein heißer Tipp für alle, die gerne zunehmen möchten. It does not let you, if you eat just enough, it does not gain weight. You do not gain weight over measure, but it's good to have the proper weight. Also wenn Sie Datteln im Maß essen, dann werden Sie da jetzt nicht übermäßig zunehmen davon. Okay, now Vasil will present raisins. This is raisin. Also hier haben wir jetzt Rosinen. And an antioxidant called catechin present in raisins help protect against cancer and colon tumors. Und zwar haben die Rosinen eine antioxidative Wirkung und außerdem schützen sie uns vor Krebs und vor allem Gehirnkrebs. We probably eat them, but never knew this. It's good information. Also wir essen sie zwar oft, aber wahrscheinlich wissen wir gar nicht, was wir uns damit Gutes tun. And this is our carob powder. Hier haben wir Karobpulver. This carob has a lot of benefits in all areas. Und der Karob bringt uns echt viele Gesundheitsvorteile in allen Bereichen. God's word, the Bible, in Gottes Wort der Bibel, shows us this by the fact that John the Baptist ate it. Dort finden wir auch Karob, und zwar steht dort berichtet, dass Johannes der Täufer Karob gegessen hat. John the Baptist survived only on carob and honey. Und zwar hat er überlebt, indem er Karob und Honig aß. You might say, well, didn't he eat locust? Und vielleicht wissen Sie oder vielleicht fragen Sie sich, hat er nicht Heuschrecken gegessen? Yes, this locust, this carob bean is also called locust bean. Und Sie müssen wissen, dass diese Karob-Schote auch das gleiche Wort für also Heuschreckenbohne heißt. And on international levels in many languages call carob John the Saint John's bread. Und so heißt Karob in vielen Sprachen der Welt das Johannisbrot. And same in German, Hungarian and many other languages. So ist es zum Beispiel im Deutschen. Now regular use of carob helps in preventing lung cancer, for example. Und wenn wir Karob regelmäßig zu uns nehmen, hilft uns das, uns vor Lungenkrebs zu schützen. And carob also fights against osteoporosis because of its rich in phosphorus and calcium content. Er hilft uns außerdem Osteoporose zu bekämpfen, denn er ist reich an Phosphor und Calcium. The gallic acid in carob also helps in preventing and treating polio in children. Die Gallensäure, die enthalten ist, die hilft uns dagegen, Kinderlähmung vorzubeugen. And this is very good for those who have children or grandchildren. Also das ist gut für alle, die Kinder haben oder vielleicht Enkelkinder. Now compared with chocolate, jetzt verglichen mit Schokolade, carob does not contain caffeine. Karob enthält kein Koffein. As does chocolate. So wie es in Schokolade der Fall ist. So chocolate does not help with those who have heart problems. Also Schokolade hilft uns nicht weiter, wenn wir Herzprobleme haben. Also unlike chocolate, und auch im Gegensatz zu Schokolade, it does not stimulate or create dependencies. So stimuliert es uns nicht in gleicher Weise und es führt auch zu keiner Abhängigkeit. Those who have a lot of chocolate afterwards get some different effects like due to caffeine and other ingredients there, like headaches and so forth. Wenn man viel Schokolade isst, dann kann man Auswirkungen spüren, die teilweise auf das Koffein zurückgehen.
Now, caffeine in chocolate, for example, affects the nervous central system. Und so ist es, dass das Koffein aus der Schokolade zum Beispiel unser Nervensystem beeinflussen kann. But carob, it helps the cardiovascular system and the pulmonary system, our lungs. Und so hilft uns Carob hingegen unserem kardiovaskulären System und auch unseren Lungen. And it has many other benefits to our health. Und es geht auch noch weiter mit den Vorteilen. Now we also have here some vanilla powder. Was wir hier noch haben, ist Vanillepulver. For a good taste. Schmeckt sehr gut. And our last ingredient is shredded coconut. Und als letztes haben wir da gehäckselte Kokosnüsse. The coconut, a rich and lauric acid, which is found in breast milk. This is very good to the immune system. Die Kokosflocken sind sehr reich an Laurensäure. Die ist außerdem noch in Muttermilch enthalten. Und das Ganze ist sehr gut für unser Immunsystem. So what we do now is that we mix it. Jetzt als nächstes mixen wir das Ganze. And after it comes to a good mix, and nachdem das Ganze dann die richtige Konsistenz hat, then we make balls with it and we will show you. Formen wir daraus Kugeln, aber wir werden das Ganze gleich sehen. They will not change. You're okay. Posso faccio un minge? Fa un minge. Se prendiamo qua. C'è l'ultimo, non sai che sia un minge. And we'll use gloves to make a little ball and show you how. Also zum Formen nehmen wir jetzt unsere Handschuhe her. Okay. Now if it doesn't stick well enough, then you might have to add more dates to it. Und in dem Fall, dass die Masse nicht klebrig genug ist, dann brauchen wir mehr Datteln. And it depends if what dates you use. Some dates are more dry than others. Die Datteln variieren ein bisschen, manche sind trockener als andere. Then we have the little ball. Also eine kleine Kugel. Now you'll have to wait until you taste it. Okay, und bis zum Kosten müssen Sie sich jetzt gedulden. Thank you. Dankeschön. Thank you very much. Now they went out, so they didn't hear that, but they heard your clapping. Also vielen Dank an unsere Schüler. Sie hören das jetzt zwar nicht mehr, aber sie haben ihren Applaus gehört. Now we are ready for the last recipe.
jetzt geht's weiter mit dem letzten Rezept. And what is the last recipe? Was ist das letzte Rezept? Ice cream. Richtig, Eis. But if you take a look at the ingredients on your sheet of paper, wenn Sie sich die Zutaten an, auf Ihrem Rezept ansehen, you will see that the ingredients are quite different to the ingredients on the back on a typical ice cream box. Dann sehen Sie, dass diese Zutaten sich ziemlich unterscheiden von dem, was Sie auf einer Eisverpackung drauflesen. Because in the typical ice cream box you have lots of sugar. Denn auf so einer Eisverpackung sehen wir meistens ziemlich viel Zucker. And then you have some of these E-numbers. Und dann sehen wir solche E-Nummern. And they look quite innocent, but they are not always so innocent. Die sehen ganz harmlos aus, aber das sind sie nicht immer. And then we have milk. Und dann gibt es dort cream. Auch noch Milch, also Milch. And you know, these combinations with milk and sugar. Und diese Kombination aus Milch und Zucker. They are actually some of the worst offenders when it comes to our blood vessels. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was wir unseren Blutgefäßen antun können. Ice cream and pancake mixes and those type of things with egg and milk and sugar. Also Eis oder fertige Mischungen, um daraus Pfannkuchen zu machen. Also diese Kombination aus Milch, Zucker und in manchen Fällen auch noch Ei. Very rich in oxidized cholesterol. Die sind sehr reich an oxidiertem Cholesterin. And that's some of the worst for our blood vessels. Und das ist so ziemlich das Schlimmste für unsere Blutgefäße. So, we are happy tonight to introduce. Umso mehr freuen wir uns, dass jetzt als nächstes healthy ice cream. Jemand uns gesundes Eis vorstellen wird. And Ild is privileged to present that. Und das wird der Hild machen. Time is yours. Good evening. Guten Abend. As Leah said, my name is Hild. Sylvia, sorry. Leah is my wife. As Leah. Yeah. Sorry. Also, wie die Sylvia schon erwähnt hat, ich heiße Hild. And I'm from Portugal. Und ich komme aus Portugal. I don't know if you have been there. It's a very beautiful country. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal dort waren, aber es ist ein sehr schönes Land. Good weather. Es gibt gutes Wetter. And almost all year with sun. Und fast das ganze Jahr über Sonne. My recipe this night. Das Rezept heute Abend. It's ice cream, like Sylvie is saying. Wie schon gesagt, es gibt Eiscreme. It will be banana and strawberry ice cream. Und zwar Bananen-Erdbeereis. We need two bananas. Was wir brauchen, sind zwei Bananen. Cutting in pieces. Die schneiden wir in Stücke. And in the frozen a few hours. Und das Ganze kommt für ein paar Stunden in die Tiefkühltruhe. And we need five strawberries. Und dann kommen noch fünf Erdbeeren dazu. Cutting in pieces or all. Die können wir in Stücke schneiden oder wir lassen sie im Ganzen. In the freezer a few hours too. Und die kommen auch für ein paar Stunden in die Tiefkühltruhe. We will start with the banana. Fangen wir mit der Banane an. What do you, when you see like this, what do you think? Wenn Sie dies so betrachten, was sehen Sie? Yes, it's a smile. Sieht aus wie ein Lächeln. It's a smiley fruit. Und so ist das eine lachende Frucht. Because it's good for our muscles. Sie ist gut für unsere Muskeln. When we have muscle crumbles, cramps, wenn wir Muskelkrämpfe haben, we can eat banana and it will be good for us. Können wir eine Banane essen und das Ganze löst sich auf. Because of the potassium that the banana have. Und das Ganze liegt am Potassium. Am Kalium, danke. We have the strawberry. Also als nächstes zur Erdbeere. When you see this form, this shape, what it's come to your mind? Wenn Sie die Erdbeere so ansehen, an was denken Sie? Heart, yes. Ein Herz. Yeah. The strawberry, it's very good for the health of the heart.
Und tatsächlich, die Erdbeere ist sehr gut für die Gesundheit unseres Herzens. Because it's rich in antioxidants. Denn sie ist reich an Antioxidantien. That they are the first line of defense in our body. Und sie sind so in der ersten Reihe der Abwehr in unserem Körper. By reducing the cholesterol. Und sie senken unser Cholesterin. And they contain fiber. Sie enthalten auch Ballaststoffe. That it's good for our digestion. Und die wiederum sind gut für unsere Verdauung. And it slowed the sugar absorption. Genau, und durch die Ballaststoffe wird die Aufnahme des Zuckers verlangsamt. They are low in calories. Die Erdbeeren haben nur wenige Kalorien. Yeah. Fat-free and low in sugar. Sie sind frei von Fett und enthalten auch nur wenig Zucker. So it's very good for the weight management. Also sie weight, sind, weight, sie weight sind management. Ja, gut für uns das richtige Gewicht zu behalten. Now we mix all together in a food processor or a regular blender. Can use it. Das Ganze mixen wir jetzt in einem Mixer oder in einer Küchenmaschine. Until they are already chopped. So lange, bis sie sehr fein vermischt sind oder gehackt sind. And we can add a little bit of milk. Was wir jetzt hinzufügen können, ist ein bisschen Milch. And today we will use soy milk. Und in unserem Fall nehmen wir Sojamilch. With vanilla flavor. Wir haben jetzt eine mit Vanillegeschmack. Because the soy milk it's a natural cholesterol free. Die Sojamilch ist frei von Cholesterin von Natur aus. Rich in fatty acids. Reich an Fettsäuren. That inhibit the fat absorption during the digestion. Und so ist das Ganze gut für die Aufnahme der Fettsäuren während der Verdauung. And the soy milk is rich in fiber. Und auch die Sojamilch ist reich an Ballaststoffen. That makes a natural suppressor of your appetite. Und so hält das Ganze unseren Appetit ein bisschen in Schach. We add just a little bit to be smooth. Wir geben jetzt nur ein bisschen hinzu, sodass das Ganze cremig wird. And finally, you can add a little bit of agave, as much as you want. Und letztendlich haben wir hier etwas Agavensirup. Sie können davon so viel hinzufügen, wie Sie möchten. Have you ever wondered that we are the only mammals that still drink milk after adults? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass wir die einzigen sind, die noch immer Milch trinken, auch wenn wir schon ausgewachsen sind? And that's it. It's easy and quickly, fast. And ja, und das war's zu unserer Eiscreme. Es geht einfach, es ist schnell. Bon Appetit. Guten Appetit.